Guten Morgen, Sachsen. Hallo, Deutschland. Der Herr Habeck stand gestern allen Ernstes vom Bundestag und hat darum gebeten, eine Vorbemerkung auszuhusten. Und zwar über den slowakischen, so hat er sich ausgedrückt, Präsidenten Fico, der ja niedergeschossen worden ist. Und damit schaute er zu den Parteikollegen der Alternative für Deutschland und erklärte öffentlich, dass diese Partei ja nun von einem Gericht als gesichert rechtsextrem verurteilt worden sei und man müsse wahnsinnig aufpassen, dass aus geistigen Ideen keine Taten werden. Herr Habeck, in Ihrem Fall muss man, um geistige Ideen zu haben, ein Gehirn besitzen, was Ihnen fehlt. Und aus diesem Grund kann ich hier aus meinem kleinen Raum erklären, dass es nicht einen Straftäter oder Gewalttäter seitens der Alternative für Deutschland gibt. Denn Gewalt ist immer noch ein Mittel, wenn man keine Argumente hat. Oder aber, wie Sie wahrscheinlich fehlerhaft geschult worden sind, man versucht oder Sie versuchen mit Argumenten der Alternative für Deutschland das Wasser reichen zu können. Das können Sie nicht, Herr Habeck. Nehmen Sie einfach Ihren Hut und verschwinden Sie dahin, wo Sie hergekommen sind. Sie wollen ein Wirtschaftsminister sein, der nicht mal Ahnung hat von irgendetwas. Ihre letzte Aussage, in der Sie verkündet haben, dass das Geld, was Sie verbraten und Ihre Regierung nicht von den Steuerzahlern kommt oder von dem Volk, sondern vom Staat, ist ja wieder mal ein Zeichen dafür, wo Sie ja intellektuell stehen. Und für euch habe ich hier nochmal das Video im Anschluss. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Für Frieden und Freiheit seid bereit. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir mit einer Vorbemerkung anzufangen. Und ich sage das mit Bedacht nach dem Redner einer Partei, die nun auch gerichtlich ein gesicherter rechtsextremer Verdachtsfall ist. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist gerade niedergeschossen worden. Und ich sage das deswegen, weil wir wissen, dass aus Worten Taten folgen und dass diese Taten dann meistens eine geistige Vorbereitung haben. Wir sollten, denke ich, diejenigen, die sich dem demokratischen Spektrum zugehörig fühlen, unsere Worte sorgsam wägen. Und von hier aus, Robert Fico, gute Besserung.